Jo, hallihallo Freunde, mein Name ist Dennis, ihr seid auf meinem Kanal der Pfleka Fotografie und ich möchte euch heute hier vom wunderschönen Panoramaweg, ihr seht schon da hinten die Alpen, wunderbar im Hintergrund und Schloss College Salem ebenfalls im Hintergrund. Und ich möchte heute Panoramaaufnahmen machen. Und Panoramaaufnahmen nicht nur, wie man sie aufnimmt, sondern auch, wie man sie nachher am PC bearbeitet und schlussendlich zusammenfügt. Also sollte dich das interessieren, bleibt einfach dran. Willkommen zurück nach dem Intro. Wie ich schon gerade angesprochen habe, heute Abend geht es um Panoramaaufnahmen. Panoramaaufnahmen, wann brauchen wir Panoramaaufnahmen? Zum Beispiel, ihr seid unterwegs und habt nur ein 35 mm dabei oder nur ein 50 mm dabei. Sagt euch aber, ich möchte von den Bildinformationen her nicht nur den 50 mm Ausschnitt hier, sondern ich möchte ein Panorama haben oder eigentlich einen Weitwinkel haben. Dann habt ihr die Möglichkeit, ein Panoramabild zu machen und das setzt ihr aus 3, 6, 9, 12 oder waagerecht mehreren Bildern zusammen und könnt dann ein Panorama machen. So ist es mir zum Beispiel bei dem Video gegangen, wo wir in Österreich waren und den Pass lang gefahren sind, letztes Jahr im Urlaub. Da habe ich auch ein Panorama gemacht. Und wie das funktioniert, möchte ich euch heute zeigen, wie ich das Panorama hier fotografiere, auf was ihr achten solltet beim Panorama und wie man es dann schlussendlich nachher am PC zusammensetzt. Und deswegen nehme ich euch jetzt erstmal mit aufs Display. Also auf dem Display angekommen, habe ich jetzt mal, ihr seht, 50 mm eingestellt. Wir fotografieren mit einer Blende 8 und im Moment mit einem 13 Sekunden. Da komme ich dann auch schon zum ersten. Übrigens, das ist mein Sohn, der darf mir heute assistieren und darf mir heute helfen beim Videodreh. Jetzt wird er langsam 12, da darf er mitgehen und darf dem Papa helfen. Das ist nämlich übrigens das Nächste. Ihr solltet beim Panorama darauf achten, dass ihr immer dieselbe Verschlusszeit habt. Immer dieselbe Belichtung habt, denn sonst habt ihr nachher im Bild unterschiedliche unterschiedliche Helligkeitsbereiche, die ihr in jedem Bild einzeln abpassen müsst. Aber es gibt da auch einen kleinen Trick, den wir nachher aber anwenden werden in Photoshop Lightroom. Aber zurück aufs Display. Auf dem Display, wie gesagt, dieselbe Verschlusszeit. Wir sind jetzt hier ziemlich dunkel. Wir gehen jetzt hier hoch und machen, da wir auf dem Stativ sind, ist das relativ easy jetzt. Wir bleiben bei Blende 8 und gehen auf ein Sechstel ISO 100 runter. So, wir haben 50 mm und machen jetzt das erste Bild. So, das erste Bild steht. Jetzt verschiebe ich, gehen wir kurz auf die Seite. Jetzt verschiebe ich anhand meines Stativs so, dass ich den nächsten Bildausschnitt drinne habe und mache jetzt auf jeder Ebene zwei Bilder. So, wieder aufs Display. Jetzt haben wir den Fokuspunkt verschoben. Ihr seht, oben haben wir wesentlich mehr Himmel und haben jetzt hier den Fokuspunkt auf die Stadt gelegt, auf das Münster. Und da machen wir jetzt das nächste Bild. So, Bild im Kasten. Jetzt drehen wir wieder unser Stativ und zwar so, dass wir das Schloss gerade noch so drinne haben und dass wir im Himmel genau gleich sind. So. Ihr seht jetzt hier links, haben wir noch das Schloss drin und wir haben hier oben
den oberen Bereich. Genau, also wir haben jetzt auf derselben Linie gedreht, nach rechts, und machen nun das nächste Bild. Und jetzt gehen wir wieder mit dem Stativ, lassen das Schloss auch noch etwas im Bild, so dass das Schloss unser Fixpunkt ist. Ihr seht jetzt, das Schloss hat sich nach hier oben verändert. Das liegt jetzt hier oben drin und wir machen das nächste Bild. Spielt jetzt auch gar keine Rolle, ob ihr zu stark in den Vordergrund, also ganz hier unten solltet ihr natürlich nicht fokussieren. Wir können auch noch mal hier fokussieren. Sicher ist sicher. So, und jetzt machen wir noch das nächste Bild. Jetzt muss ich wieder schauen. Ja, da unten war ja so ein Haus. Das Haus habe ich jetzt hier im Fokus, direkt fast neben dem Bildfokus. Ihr seht hier das Haus. Zack, und ist auch schon ausgelöst. Und jetzt können wir das nächste Bild machen. Fahren wieder ein bisschen hoch, sodass wir das Haus auch weiter drinne haben. Gucken, dass wir wieder gerade sind. Alles, was ihr schräger fotografiert und was ihr nicht ganz so, was ihr nicht ganz so sauber drinne habt, ist nachher dann auch bei Lightroom und Photoshop ein Problem. Okay. Also ihr müsst tatsächlich schauen, dass ihr, danke, ihr müsst tatsächlich schauen, dass ihr, jetzt hätte ich fast Stativ umgeschmissen. Ihr müsst tatsächlich schauen, dass ihr beim Bildausschnitt immer überlappende Bildausschnitte habt. Also wenn ihr jetzt hier mein DP nehmt, ja, dann sollte der nächste Bildausschnitt so sein, dass das DP hier auch tatsächlich noch ein Stück drin ist, dass Lightroom und Photoshop genug Bildinformationen vom anderen Bild mit rüber transferieren können, um dann aus diesen Bildern ein Panorama zu erstellen. Genau. Ihr könnt natürlich auch ein Panorama einfach nur machen, indem ihr sagt, wir haben jetzt hier ein Panorama gemacht, das wollen wir, da haben wir 6 Bilder gemacht, 2, 2, 2, 2, 2, 2 und wir machen jetzt einfach nur ein Panorama, weil wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, 24 mm hätte ich gerne, aber ich hätte hier ist auch noch was Interessantes drin, das dem Bild einfach auch noch ein bisschen was erzählt und ich möchte diesen Bereich und diesen Bereich abgedeckt haben. Aber mit einem 24er, klar, schaffe ich das nicht, also mache ich jetzt vielleicht auch mal nur 2 Bilder. Das heißt, kommst du wieder? Das heißt, wir gehen wieder aufs Display. Das heißt, wir gehen aufs Display und haben jetzt eben diesen Bereich hier und machen jetzt hier, ja, die Wasserwaage sitzt nicht genau 100%, aber jetzt. Ja, jetzt schwankt sie immer nur so ein bisschen hin und her. Zack, machen das erste Bild. So, und dann verstellen wir wieder. Verstellen wir wieder unser Stativ und nehmen jetzt genug Bildinformationen von drüben mit rein, dass Lightroom und Photoshop nachher wissen, okay, so war's. Da sind 2 Wanderer. Hallo, guten Abend. Die lassen wir noch aus dem Bild raus. So. Also ihr seht jetzt, ich habe jetzt hier die Bildinformationen von hier drüben mit reingenommen, so dass ich jetzt auch das Bild machen kann. Das setzen wir jetzt nachher in Lightroom zusammen. Das war's schon von hier draußen beim Fotografieren. Wichtig, wie gesagt, genug Bildinformationen vom einen Bildausschnitt zum anderen Bildausschnitt mitnehmen. Und damit Lightroom das besser und einfacher zusammenrechnen kann, beziehungsweise Photoshop, wie wir das nachher machen, zeige ich euch jetzt zu Hause. Und der nächste, bleibt bei derselben Blende, bleibt bei derselben Verschlusszeit. Selbst wenn ihr irgendwo unterbelichtet. Es passt nachher sonst nicht zusammen vom Bild her. Ihr habt es vorhin gesehen, ich war im Vordergrund etwas unterbelichtet und im Hintergrund, also quasi am Horizont, etwas überbelichtet, beziehungsweise auf Null.
lasst es so. Ihr solltet dieselbe Verschlusszeit verwenden, so hat es Lightroom, Photoshop, Schrägstrich, einfacher die Bilder zusammenzurechnen. Das war eigentlich schon das, auf was ihr hier draußen achten müsst. Genau, und wir gehen jetzt nach Hause, nehmen hier noch vielleicht die ein oder andere Aufnahme mit. Ich habe vorhin auch schon mal eins gemacht mit einem 100 mm. Es geht also auch mit einem 100 mm. Im Moment habe ich es 24-70 drauf, einmal um verstellen zu können auf 50 und dann wieder auf 24, damit wir einfach das Zweifach-Panorama haben und dann das Sechsfach-Panorama. Und ich glaube, beim 100 mm habe ich 16 Bilder gemacht. Also da kann man viel machen. Ist natürlich viel mehr Aufwand, ihr müsst euch ein bisschen konzentrieren, aber wenn ihr nichts anderes zur Hilfe habt und oder kein anderes Objektiv dabei habt im Weitwinkelbereich und ihr möchtet jetzt mehr Bildinformationen mit aufnehmen, dann macht doch einfach ein Panorama und wir sehen uns dann zu Hause. So, willkommen Leute bei mir zu Hause. Ich habe mich mittlerweile vor den PC gesetzt und habe jetzt die Bilder schon mal in Lightroom reingeladen. Wie ich schon anfangs erwähnt hatte oder vorhin erwähnt hatte, habe ich hier unten mal die Bilder, ihr seht es hier oben, mit dem 100 mm auf F8, 1/13 Sekunde ISO 100 gemacht, sind übrigens 20 Stück. So. Wie mache ich jetzt das Ganze? Ihr seht hier, ich habe die 20 Stück schon markiert. Ich rate euch, wenn ihr da noch nicht ganz so hundertprozentig fit seid, wie das Thema funktioniert, dann macht vorher und nachher, bevor ihr die Bilder macht, ein Dark Frame. Dann wisst ihr ganz genau, okay, das sind meine Bilder, die gehören zusammen und die muss ich danach zusammenfügen. Gut, wie machen wir das Ganze jetzt? Also, wir haben die hier reingeladen, alle markiert. Wir haben hier Autosynchronisation. Ich gehe dann immer her und mache jetzt in Autosynchronisation. Habe ich vorhin schon ein bisschen gemacht. Warum das jetzt hier nicht angezeigt wird, weiß ich gerade nicht, aber egal. Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz leicht, nur ganz, ganz leicht. So, ich mache immer 0 plus 0,3. Die Belichtung hoch, dass es Lightroom einfacher hat, die Konturen zu erkennen und die Bilder dann einfacher zusammengefügt werden können. Ihr geht jetzt also her, Rechtsklick, Bearbeiten in, könnt hier dann runtergehen auf in Photoshop zu Panoramabild hinzufügen. Die erste Variante. Die zweite Variante ist, ihr könnt hier zusammenfügen von Fotos machen und könnt jetzt hier einfach auf Panorama klicken. Und jetzt passiert auch schon Folgendes. Er rechnet das mal kurz zusammen, erstellt die Erstellen von Panorama-Vorschau. Und ich habe es immer ganz gerne kugelförmig oder zylindrisch. Perspektivisch sieht meistens nicht so schön aus. So. Bild ist fertig. Ihr seht jetzt, hier unten haben wir hier rechts und links, haben wir hier überall noch weiße Stellen, auch hier im Himmel. Das heißt, ich habe hier mit dem 100 mm nicht hundertprozentig sauber alle vier Bilder gleich gemacht, sodass hier ein Haufen Ausfall ist. Okay, jetzt kann ich hier entweder automatisch freistellen drücken, dann macht er mir das, was ich was er an Bildinformationen hat, nimmt er mir rein. Oder ich kann hier auf Kanten füllen drücken. Dann rechnet er mir kurz zusammen und fängt jetzt selbstständig an, hier unten die weißen Bereiche zu füllen. Wir können jetzt hier mal reingehen, ob er das auch sauber gemacht hat. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Manchmal passiert es, genau, hier oben sehen wir es. Manchmal passiert es im Himmel, dass dann hier, wo er aufgefüllt hat, ein kleines bisschen dunkler ist. Ist aber nicht ganz so schlimm. Das kann man nachher mit dem Radierenstift kann man das einfach rausnehmen und dann sieht es wieder gut aus. So, ich zeige euch mal, was passiert, wenn man auf zylindrisch drückt. Dann verändert sich das Bild ein kleines bisschen in die Richtung. Genau,
es wird halt langgezogener. Hier, das Gebäude hat sich jetzt etwas gezogen, deswegen bleibe ich einfach, seht ihr, bei kugelförmig. Und was ich jetzt noch mache, ist die Randverkrümmung. Die setze ich immer gerne noch zwischen 30 und 40. Ich mache jetzt hier einfach mal 35. So, ihr habt gesehen, nochmal zum Vergleich, was passiert. Es wird einfach nochmal ein bisschen perspektivischer und es kippt hier nicht alles so krass extrem nach innen rein. Und dann klicke ich einfach auf Zusammenfügen und dann rechnet er mir das. Und er stellt jetzt direkt hinter mir, hinter dem letzten Bild, also hinter 27, 28, erstellt er mir das nächste Bild. Das dauert jetzt eine Weile, bis er das zusammengerechnet hat. Erstellen des Panoramas läuft, aber ja, ich kann euch in der Zeit, bis er das mal zusammengerechnet hat, kann ich euch mal einen Vergleich zeigen. Das hier ist das, habe ich schon ein bisschen bearbeitet, das hier ist das Bild, das ich gemacht habe mit 24 mm. Ihr seht, hier kippen die Bäume nicht ganz so extrem wie beim Panorama. Aber es soll ja auch nur sein, dass ihr das Panorama einfach nutzen könnt, wenn ihr eben nur ein 50 mm dabei habt und eben hier und da außerhalb von diesem Bereich, weil wenn wir jetzt die 50 mm nehmen, dann wären wir jetzt irgendwo hier. So, den Bildausschnitt hätten wir jetzt. Ja? Und dann könnten wir ja nicht sagen, ich will diese Informationen, die hier so sind, die möchte ich alle noch mit dabei haben. Das könnt ihr dann mit einem Panorama aufhellen und oder auffangen und könnt das machen. So, dann haben wir hier mal im Vergleich das 14 mm, klar, ja, sieht natürlich im Vergleich zum 24 mm ganz anders aus, aber ja, wie gesagt, es soll ein Stilmittel sein, es soll die Möglichkeit sein, ein Panorama zu erstellen und dann ist es auch schon fertig. So, jetzt hat er hier 27, haben wir vorhin gesagt, hat er mir das erstellt. Ihr seht jetzt hier, das Panorama ist also fertig und das kann ich jetzt direkt hier in Lightroom wieder bearbeiten. Ich habe das hier schon mal gemacht, so ungefähr würde ich das bearbeiten. Und jetzt haben wir ja vorhin gesagt, hier oben im Bereich des Himmels kann es passieren, dass da so Bereiche sind, die dann etwas dunkler sind. Dann gehe ich einfach her und nehme hier mein Reparieren-Tool und mache die dunkleren blauen Stellen hier einfach, markiere ich mir die und dann kann ich die rauszaubern und das macht er mir eigentlich, ja, ich muss mal gucken, mit Reparieren, ja, da geht er mir hier rein, wenn ich dahin gehe. Ja, so sieht es einigermaßen identisch aus und so haben wir hier diese blaue Stelle weg. Hier drüben die blaue Stelle, die darf ruhig etwas sein, das ist okay. Also das ist wie gesagt das Bild, das aus 20 Bildern besteht. Und so könnt ihr das Ganze jetzt eben überall machen und könnt es auch in Photoshop machen. Damit ihr aber auch wisst, wie das in Photoshop funktioniert, nehmen wir jetzt nochmal die Bilder von Foto hier zusammen. 1 bis 26, hier, was ist es? 7 bis 26 war es. Zack. So. Bearbeiten in. In Photoshop zu Panoramabild zusammenfügen. Jetzt öffnet der Photoshop und jetzt haben wir hier wieder verschiedene Möglichkeiten. Einmal kugelförmig, zylindrisch, perspektivisch, Collage und repositionieren. Repositionieren. Genau. Wir nehmen wieder perspektivisch. Das haben wir vorhin gesehen.
inhaltsbasierte Füllung für transparente Bereiche, klicken wir gleich an. Venetierungsentfernung klicken wir gleich an und Korrektur der geometrischen Verzerrung klicken wir auch gleich an. Dann sollte es besser funktionieren und wir haben denselben Effekt, den wir jetzt machen, den wir jetzt gerade in Lightroom direkt gemacht haben. Mit Kanten füllen und mit der Randverkrümmung. Ihr seht also, er rechnet jetzt hier die ganzen Bilder zusammen. Das dauert jetzt auch wieder eine Weile. Je nachdem, was für ein PC ihr habt, dauert es mehr länger oder kürzer länger. Kürzer länger, ja, kann man so sagen. Genau. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es ist nicht ganz so wichtig, in dem Moment, wo euer Fokuspunkt liegt. Ihr seht hier, der Fokuspunkt liegt hier und hier ist alles unscharf. Fokuspunkt liegt hier, hier ist alles unscharf. Fokusbereich liegt hier, alles unscharf. Fokusbereich liegt hier, alles unscharf. Das ist hier nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass ihr in jedem Bild den Fokusbereich immer durchgängig habt. Also quasi einmal vorne, einmal hin in der Mitte, wenn es so weiter und so weiter und so fort. So, er ist soweit fertig. Jetzt richtet das nach Ebenen, jetzt richtet er die Ebenen nach Inhalt aus. Genau, aber wir waren noch nicht ganz fertig. Ihr müsst eben, um es durchgängig scharf zu haben, die unteren Bilder hier in dem Bereich scharf haben, die mittleren Bilder in dem Bereich scharf haben und so weiter und so fort, damit ihr einfach von Anfang bis Ende Bild ein durchgängig scharfes Bild habt und könnt dann damit arbeiten. Gut, das dauert jetzt natürlich wieder ein bisschen länger, bis er das Ganze gemacht hat. Wenn er fertig ist mit Berechnen, würde ich sagen, melde ich mich wieder bei euch. So, er ist fertig, er hat es fertig zusammengerechnet und ihr seht jetzt hier unten solche Bereiche hier, die sind so so mit schwarz-weißen Linien. Diese Bereiche hier, die wären frei gewesen. Diese Bereiche hier wären transparent gewesen. Die hat er nicht, da haben die Bilder nicht zusammengepasst. Aber so ist dann jetzt tatsächlich das fertige Panorama. Ihr geht dann einfach hier auf Auswahl aufheben. Und jetzt kommt's. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich, so wie ich hier, nicht einfach schließen, weil Photoshop würde jetzt das Bild als TIFF-Datei hinterlegen und würde das dann wieder in Lightroom zurückpacken. Das funktioniert nicht in diesem Fall. Ihr müsst die Datei exportieren. Exportieren. Wo haben wir's? Da haben wir's. Exportieren als. Und jetzt schlägt er euch schon vor, er würde es gern als JPEG, das ist normalerweise die Ausgangsgeschichte, wie ihr das euch dann exportieren möchte. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn er hier bei mir lädt, weil ich habe schon PNG ausgewählt, deswegen braucht er bei mir jetzt länger. Und ihr werdet auch gleich sehen, das Datenvolumen oder die Datengröße von diesem Bild ist enorm. Also wir haben hier nachher 160 bis 180 Megabyte für ein Bild. Das ist halt der kleine Nachteil dran, aber auch das können wir als JPEG zum Beispiel, könntet ihr es auch gleich auswerfen. Ihr könnt ja in Photoshop auch Anpassungen durchführen und das Bild bearbeiten. Also könntet ihr es auch als JPEG gleich auswerfen oder eben als PNG speichern. PNG ist auch eine Datei, die relativ viel Bildinformationen beibehält. Ja, hier haben wir es. Jetzt kommt es als PNG. 185,8 Megabyte wäre das Bild jetzt groß. Das exportiert ihr einfach
und zieht es dann nachher in Lightroom einfach rein. Ich habe das schon gemacht und habe das Bild dann hier auch schon etwas bearbeitet. So sieht das Bild dann bei mir aus. Genau. Ich zeige euch die Bilder nochmal in voller Länge. Liebe Freunde, das war's vom heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen tollen Tipp geben mit den Bildern, die wir heute gemacht haben. Panoramabilder. Wie gesagt, wann braucht man Panoramabilder? Einfach nur, wenn es 14 mm, und das ist schon echt viel, nicht mehr ausreicht. Es gibt ja mittlerweile auch Fisheyes, die machen noch mehr. Welche Größe es da auch immer gibt, 8 mm, noch weiter runter, 6 mm, glaube ich, gibt es auch schon bei dem einen oder anderen Hersteller. Aber im Großen und Ganzen reichen doch 10 mm wunderbar aus. Aber wie gesagt, habt ihr vielleicht einfach nur euer immer drauf dabei, 35 mm, 50 mm etc. etc., könnt ihr mit dieser einfachen Methode ein Panorama machen. Oder gerade in den Bergen. Wenn ihr in den Bergen seid, könnt ihr auch da immer mal wieder ein Panorama machen und könnt mit dem Panorama dann einfach viel mehr Bildinformationen aufgreifen, die euch sonst in diesem tollen Bild fehlen würden, weil es doch immer mal wieder schön aussieht, auch die Schlucht davor oder die Täler dahinter noch mit aufzunehmen oder die Blume im Vordergrund, die sonst fehlen würde mit der Perspektive oder. Eurer Kreativität ist da freien Lauf gelassen und ihr könnt da wirklich machen, was ihr wollt. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch wieder einen tollen Tipp geben. Euch haben die Bilder gefallen, euch haben die Tipps gefallen. Und wenn es soweit, wenn es so war, dass euch die Tipps gefallen haben, die Bilder gefallen haben und ihr jetzt endlich wisst, wie ihr ein Panorama machen könnt, dann lasst mich doch in den Kommentaren wissen, ob es euch gefallen hat, wie es euch gefallen hat und natürlich gerne ein Abo dalassen und beim nächsten Video wieder mit von der Partie sein und den nächsten Tipp kriegen. In diesem Sinne, bleibt gesund bis dahin. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch und wenn ich euch da wiedersehe. Ansonsten schaut gerne auch mal noch auf Insta und auf meiner Homepage vorbei. Und in dem Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende und einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann.